Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Darksiders. Ich begrüße euch. Ja, nachdem wir im letzten Part auch eigentlich nur rumgehangen sind und ein bisschen einfach ja wahrscheinlich Richtung Svita uns vorgelegt haben, werden wir eigentlich wahrscheinlich ziemlich sicher in diesem Part auch nicht viel mehr machen. Deshalb würde ich sagen, wir stürzen uns direkt rein. Irgendwann wollen wir auch mal Svita sehen und wie es hier weitergeht. Auch in den schwarzen Thron, Turm, wie auch immer, gelangen mit Samuels Hilfe, wobei ich dem immer noch nicht ganz vertraue, aber gut, wir werden sehen. Dann, wie gesagt, nicht viel mehr Zeit verlieren, weiter geht's mit Darksiders, viel Spaß. So, ja, dann stelle ich jetzt hier schon. So, warte, da muss ich hinter mir stehen und so. Yes. Nein, nein. Ja. Danke dir. So, genau, wir haben im letzten Part hier noch dieses merkwürdige Dingens hier gesehen. Und rauslocken. Oh ja, kann ich. Kann ich euch rüberlocken? Ja, kann. Wow! What the hell? Junge, was habt ihr für eine Sprungkraft? Okay, ich glaube, die anderen zwei sind da irgendwo runtergefallen, kann das sein? Junge, Junge. Oh! Ja, aber die leben noch. Ja, haben das Problem. Interessant. Wahnsinn! Wie schnell die auch bei mir waren. Aha. Da hat es auch noch welche. Meine Güte. Ja, kommt los. Kommt. Die sind schon richtig schnell auch unterwegs. 2, 3, kleine Dinger. Generell. Das ist blind. Ich sag, Boxkrankheiten sind nicht allzu viel aus, aber ich glaube, das ist wie bei den ganz kleinen Dinosauriern, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Also einzeln völlig ungefährlich, aber ich glaube, so in Massen, so 10, 15 Stück, könnte das durchaus auch etwas nervig werden. So, okay, dann werde ich jetzt hier mal diesen Mechanismus betätigen, wenn ich den darf. Krieg. Dankeschön. Aha. Ja. Okay. Was hat mir das jetzt wirklich gebracht? Weil im Endeffekt hätte ich ja auch anders darüber können oder runter. Wie komme ich jetzt wieder hoch hier? Es wäre unsinnig, wenn ich den jetzt nicht bewegen. Ja. Hätte mich jetzt irritiert, wenn ich das die Plattform jetzt nicht mehr bewegen hätte können. Lass sie einfach fallen, ja. So. Genau, und dann bitte hier drauf, auch wenn ich gerade mal überhaupt nichts wieder sehe. Also die Kamera ist teilweise auch etwas suboptimal. So, du stehst, hast sitzt, wackelt und hat Luft. Dann wollen wir uns wieder zu diesem Mechanismus begeben. Ja, das ganze Gedöns hier nach oben bringen. Hopp, hopp. Ja, keine Zeit. Ja, das ist ja auch. So, was mich jetzt interessieren würde. Okay. Okay, das scheint es verletzt zu haben. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Das liegt immer noch. Lebst du immer noch? Mach ich da was falsch? Achso, nee, das sollte ich besser nicht machen. Was zum
I guess. Was ist, wenn ich... Ja, es ist alles schon gut, aber... Was zum Henker? Ich verstehe es gerade nicht. Na gut, ist ja nicht das erste Mal, ne? Hier scheint es ja auch noch einen Mechanismus zu haben. Oder auch nicht. Fuck. What? Wait, what? was war das, bitteschön? Hat mich das Ding jetzt... Was zum Geier? Nein! 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 Oh Gott! Nein! Was für ein scheiß Speicherpunkt! Nein! Achso, aber okay, gut. Zumindest kann ich hier gleich direkt rein. Ja. Wow, what the f... Alter! Was zur Hölle? Moment mal, wenn ich euch jetzt einfach hier so lasse, ja, dann mache ich nur mal euch hier so ein bisschen kaputt. Hauptsache das Ding steht da schon oben. Na komm. Dann werde ich... Okay, das ist wieder eins runtergefallen, das seht ihr wahrscheinlich noch. Oder? Oder auch nicht? Ja, wie dem auch sei. Die da drüben lasse ich jetzt einfach mal da an der Wand und mal gucken, was jetzt passiert. Ja, eigentlich nichts, außer dass ich sie sowieso jetzt am Arsch hab. Das jetzt gar nicht so ganz. Wie ging das nochmal mit? Ja, das war clever. Das wäre nämlich schon eine Idee, oder es wäre zumindest nicht schlecht, wenn ich das Ding irgendwie darüber kriegen könnte. Das wäre schon super. Ja, natürlich kommt man nicht hoch. Nein, warum auch? Aufsinnig. Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht, ne? Hier sollte ich echt nicht mehr stehen bleiben. Das Ding scheint eine extreme Reichweite zu haben. Okay, dann wieder hoch mit dir. Ja, aber wie kriege ich das Ding darüber? Das ist mir jetzt auch ehrlich etwas schleier. Kann ich dich überhaupt rumbewegen hier? Ja, das geht sogar. Ich meine, ich könnte schon... Das ist ja trotzdem... Also, ich meine... Schlucht bzw. ab komplett ab. Achso, dich kann ich gar nicht weiter nach vorne schieben. Ja, natürlich nicht. Was zum Geier? Ist da irgendwas drunter noch, was ich übersehen habe? Nee. Leute, Leute, Leute. Ich bin.
Ja, Kamera, danke. Dachte schon, das wäre es gewesen hier mit Krieg. Kann ich da irgendwo hoch? Kann ich da hoch? Kann ich natürlich nicht. Ich konnte auch nur daran denken. Hinschieben. Wie soll ich an dem Ding vorbeikommen, wenn ich es ja mit den Dingen hier gar nicht zerstören kann? Ich habe gerade gar keinen Plan, was ich hier machen soll. Sobald ich hier stehe, werde ich wieder... Ja, diesmal nicht oder was? Ja, aber ich komme da ja so oder so nicht vorbei. Wollte ich mal nicht versuchen. Ja, ja, da kommt schon raus. Hey, das könnte sogar... Oh, da hat's ja noch! Oh, Jesus. Da hat's ja noch mehr. Nein! Au! Wahrscheinlich ist das nicht unbedingt so gedacht, wie ich das jetzt hier eben versuche. Aber, ganz ehrlich, aus Mangel an Optionen... Ja, das da komme ich ja gar nicht vorbei. Das ist viel zu eng. Nein, geh nach links. Obwohl, nee, das ist auch okay. Ist okay. Dankeschön. Scheiß Ding. Was mache ich denn eigentlich? Nee. Wait. Das verhärtet den Verdacht jetzt aber doch, dass ich das Ding hier rüberbringe. Aber wie? Nein, habe ich das jetzt alles umsonst gemacht? Das ist alles umsonst gemacht. Ja, wie kriege ich wie kriege ich diesen Block rüber hier? Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ich glaube, euch kann ich zerstören, oder? Nein, wie kriege ich diesen Dynamitblock hier rüber? Also den hier. Wie kriege ich das Ding hier rüber? Kann ich mich verarschen? Tatsächlich, wäre der Gedanke doch richtig gewesen. So, passt das jetzt so von der... Keine Ahnung. Ich werde das jetzt mal bis zum Rand schieben und dann werde ich den ganzen Mann Schubser geben. Wahrscheinlich fällt das einfach runter, also... Davon gehe ich... Ich wollte... Ja, ich glaube, ich mache dann doch gleich auch mal... Was zur Hölle? Du solltest das Ding doch genau an der Kante stehen lassen, Krieg. Genau an der Kante. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Verstehst du? Krieg, also an unserer Kommunikation müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Das funktioniert nach, ich glaube, 60, 61 Parts funktioniert das immer noch nicht.
sollst das Scheißding einfach nur knapp an den Rand schieben. Das kann nicht funktionieren. Ja gut, ich gebe dem Ganzen jetzt einfach mal einen Ruck. Ne? Es funktioniert tatsächlich. Ah! Gott, Spiel, ich hasse dich. Ich hasse dich, Spiel, ich hasse dich. Du gehst mir so auf den Sack. Oh Gott, ja, jetzt darf ich natürlich hier wieder vorbei. No. Ach. Das hat ja doch ganz gut funktioniert noch. So. Jetzt steht das Ding wahrscheinlich nicht drauf. Wartet ab. Jetzt kommt wahrscheinlich das... Oh. Oh Wunder, es hat funktioniert. Oh mein Gott. So. Was zum Geier? Das kann doch nicht. Ihr habt doch gesehen, wo ich hingezielt habe, oder? Ihr habt ja auch das Zielkreis, den Zielkreis gesehen. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ganz ehrlich. Oh, ich brenne. Burn, burn, burn. So, jetzt aber. Oh mein Gott. Was zum Enkel. Raus hier und cut. Ganz ehrlich. So. Okay. Ja, liebe Leute. Wie gesagt, das hat mich jetzt auch genug geärgert, ganz ehrlich. Vielleicht hat es den einen oder anderen ja doch Spaß gemacht. Zwischen Gelächter und Schadenfreude. Was auch immer. Würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere dranbleiben würde. Und ich wünsche euch, wie gehabt, einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao, ciao.